Am 5. Juni 2024 wird auf Initiative des Frauenarbeitskreises Sangerhausen als gemeinsames Projekt mit der Stadtverwaltung der Berg- und Rosenstadt, dem Seniorenrat von Sangerhausen und der Rosenstadt GmbH der Tag der Begegnung im Europa-Rosarium stattfinden. Am 8. November informierten die Initiatoren der Veranstaltung die Presse über das Geplante. Im Einzelnen waren das Angelika Winkelmann, Vorsitzende des Stadtseniorenrates und Mitglied im Frauenarbeitskreis, ebenso wie die Gleichstellungsbeauftragte der Berg- und Rosenstadt, Christiane Matuschek von der Rosenstadt GmbH, Elisabeth Ferges und schließlich die Vorsitzende des Frauenarbeitskreises Melita Simon, die auch einige Ausführungen zum Anliegen dieses Tages der Begegnung machte. Also der Tag der Begegnung findet am 5.6.2024 statt. Ursprünglich hatte das Jahr Frau Winkelmann organisiert und wir als Frauenarbeitskreis haben uns damit eingebracht. Ja. Und so haben wir uns wieder zusammengefunden, das neu aufleben zu lassen. War ja lange Pause durch Corona. Was ist der Tag der Begegnung? Also hier finden sich Selbsthilfegruppen, Wohlfahrtsverbände, Vereine, also für Menschen mit Beeinträchtigung, für Menschen ohne Beeinträchtigung. Also es soll eine Netzwerkveranstaltung werden, wo sich die Menschen unterhalten, wo sie Gespräche führen können, sich einfach finden können. Das ist der Hintergrund der Tag der Begegnung. Ja, wir wollen, dass sich Vereine, Verbände bei uns melden können, die daran teilnehmen möchten. Und umso mehr wir sind, umso besser wird's. Ja, umso mehr Menschen finden sich zusammen, die sich dann untereinander vernetzen können. Sie können sich melden in der Rosenstadt GmbH. Frau Werkes wird die ganzen Adressen sammeln und dann werden wir uns nochmal zusammenfinden mit den einzelnen Akteuren und nochmal genau die Plätze, wo man sich hinstellt oder wo sich hinstellen können, nochmal genau uns damit auseinandersetzen. Und so konnte man an diesem Tag noch erfahren, was für den Tag der Begegnung bereits geplant ist. Stattfinden soll er von 10 bis 16 Uhr und richtet sich an Interessierte nicht nur im Landkreis Mansfeld-Südharz, sondern auch in den anliegenden Regionen. Wer sich meldet, kann teilnehmen. Und wichtig ist auch die Barrierefreiheit des Veranstaltungsortes. Einsendeschluss für die Bewerbungen zur Teilnahme soll der 1. März nächsten Jahres sein. Der Besuch eines Reisebusses aus der Partnerstadt Baunatal ist bereits vereinbart. Und die Organisatorinnen würden sich über viele Anmeldungen und Besucher freuen.